Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Abenteuer in Sea of Thieves mit der Crew Kunran, Kapuze und Alex. Und hallo. Und die fette Frau. Hast gesehen, wie ich mich schön verbeugt habe? Ja, hier. Der Kapuze stand im Weg. Was, obwohl er hier stand. Ich hab dich nicht gesehen. Ich bin dir nicht. Hallo Zuschauer. Ich bin eure Köchin. So, ich höre nicht mehr auf zu winken. Hallo. Erstmal wieder den neuen Schatz auswählen. Maroning Moss, unredliche Beute. Ein Tag lang. Diese Goldräuber-Seefahrt führt zu den unrechtmäßigen Beute eines möchtegern Seebären. Mit Z. Make friends. Oh Gott, bin ich schrecklich. Ach, so hier, komm mal ran. Oh Gott. Okay, warte, den Anker. Anker hoch, ich bin die Stärke. Nein, wir müssen erst für die Mission wählen. Pardon. So. Weg. Was war das? Maroning Moss. Das Segel gecuttet, damit schneller unten ist. Ja. Das wäre cool, wenn das noch gehen das würde. Das geht? Das wäre witzig. Das wäre witzig. Welche Richtung müssen wir denn überhaupt? Das müssen wir erstmal gucken. Nee. Achso, wie hieß? Haben wir eine. Die Insel sieht aus wie eine Spitzhacke. Die hatten wir schon mal. Echt? Glaube nicht. Ich erinnere mich da auch nicht dran. Sehen die Insel. Eine Insel ähnlich einer Pickaxe wird jetzt gesucht. Wo kann die wohl sein? Vielleicht auf dieser Karte, die wir hier haben. Du musst näher ranscrollen, glaube ich, damit du siehst. Nö, warum? Du siehst also. Erstmal sehe ich uns nochmal kurz. Wo sind wir? Oben, da wo das rechts. Weiter rechts. Rechts. Ja. Da. So, das heißt, die ist ja hier in der Nähe. Eventuell. Bin ich ekelhaft. Da ist sie. Leute, von den Shark Tooth. Also Shark Norden. Tooth Key. Genau im Norden von uns. Banane hier. Ich bin die hässlichste Frau aus der Welt. Bitte bei meiner Crew kurz eine Abstimmung starten. Ihr wisst Bescheid. Wo ist Norden? Da ist Norden. Ihr wisst Bescheid, Leute. Alex, du musst auch noch wählen. Ach so, ja, ja. Ja, ja. Was passiert? Eingesperrt. Ich bin jetzt im Gefängnis. Was ist denn passiert? Das dauert kurz, bis er hier unten ist. Ja. Ich bin, bei mir ist es, wurde ich bewusstlos geschlagen. Wo bist du? Was siehst du gerade? Weißt du jetzt? Ich, Moment mal. Hast du die fette Frau hinaus? Hallo, da drüben, hallo. So, wartet kurz, ich hab ne Idee. Bitte. Oh nein. Wartet. Oh. Lasst mich hinaus. Mann, ich schreibe die ganze Zeit, was soll das? Können wir? Oh, ich hab auch ne Idee. Hast du die gleiche Idee wie ich? Ich weiß nicht, ich bin schon unterwegs. Hier, da ich sweepe euch. Hallo, Kaputt. Was hast du gemacht? Warte. Ich hab ne Idee. Wahrscheinlich die gleiche, ich hab ihn mit einem Wassereimer beschmiert. Jetzt können wir das Wasser aufheben und wieder drehen. Wie kommt eigentlich raus? Wir müssen dich mal ordentlich waschen, ja? So, wie du aussiehst. So kannst du nicht mit uns mitkommen. Nee. Alex, schau mal genau her. Nee, will ich nicht. Great friend. Ich glaube, er kann jetzt wieder raus. Jetzt kann er mit uns mitlaufen. Er muss noch absitzen. Ich glaube, wir können noch nicht voten. Ich glaube, wir können noch nicht, oder? Stimmt, dein Crewmitglied muss seine Mindesthaftzeit absitzen. Wie lange bitte bin ich? 10 Minuten ist das, glaube ich. 10 Minuten? Ich wusste, wir sehen schon mal los. Sag mal, Danu, ich habe eine bessere Idee. Hast du auch eine geile Dreckeimer? Nein, wir machen das Schiff kaputt, dass das sinkt. Und das wäre richtig scheiße. Nein, das Schiff ist schon teuer. So, wir müssen Richtung Norden. Ja, Richtung Norden. Wie lange bin ich da jetzt drin? Und bis wir dich rauslassen. Ich habe endlich Internetverbindung und sitze da unten. Nice. Ich lasse schon mal den Anker hoch. Okay. Gut, dann bringst du mir was zum Essen, wenn ich Hunger habe. Versuch mit deiner Hand an die Bananenkiste zu kommen. Geht das? Ich komm nicht dran, Captain. Oh, wir haben andere Segel. Guck mal, die sind jetzt grün. Du machst es so lange, ne? Da vorne, Kunden, ich mach's. Geh schon mal. Ja, ich hol den Anker hoch. Okay. Das Kapuze diese heulende Kiste unten reinstellen. Wenn die Kiste kaputt sieht, heult die noch extra. Wir werden Freunde.
Ich tanze da mal in meinem Käfig unten. Können wir ihn mittlerweile rauslassen? Ich glaube nicht. Ich bin da unten. Geht das nicht? Kann man das nicht irgendwie aufmachen? Jetzt, wir können jetzt. Echt? Ja, ja, gerade war schon da wirklich mit einer Mindestwartezeit. Okay. Oh, ich bin hier. Dankeschön. Wurde befreit. Ist es direkt die erste? Warte. Ja. Allerdings musst du aufpassen, da rechts daneben ist auch noch eine. Oh! Also aktuell steuern wir so gesehen zwischen zwei durch. Wir müssen halt die linke davon nehmen. Aber das ist nur ein Schiff. Alter, das Schiff ist ja. Holy shit, ist das Schiff schief. Wow. Das aber, schaukelt aber ganz schön. Lalalala, ich tanze vor. Alles unter Kontrolle, Jungs. Das linke, die linke, Kunran? Oh Gott, Captain. Ja, die linke. Wir kennt das. Guck mal, ich kann auf einem Bein hier vorne stehen. Wer Alex, kann das machen? Pass auf dich auf. Alex, komm sofort zurück. Hier bin ich, hol mich doch. Alter, was geht mit kaputtes Bein? Oh Gott. Warum ist mit meinem Bein? Eine war schöne Tappenbeine. Sehr komisch aussehen. Komm her. Alex, schau mal. Holy shit. Alex, komm wieder runter, da. Das wäre witzig, wenn man vom Wellengang auch noch beeinflusst werden würde. Da du die linke in. Genau. Ja, wir lenken auch schon nach links, aber der Wellengang. Weil das nicht, haben die keine Sound-Emos. Wir lenken jetzt genau auf so einen Stein zu, ne? Ja, irgendeiner von euch muss sich gleich ready machen. Den das Anker. Ist der Anker? Ich drehe jetzt wieder nach rechts locker. Können die Segel schon mal einfahren eigentlich? Achso, ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Achso, ich hab ja gesagt, ich mach zwei das. Oder ja, eins. Ja, schaffen wir. Aber das sieht nicht aus wie eine richtige Insel. Was ist das denn, ein Stein hier, der hier ist? Einer mal unten auf die Karte gucken, ob das wirklich die ist. Ich guck nochmal. Nee, links, die von uns links. Also hinter dem Stein anscheinend. Okay, dann brauchen wir wieder Power. Also doch, ist wieder runter die Segel. Power. Power. Ich sag den Kurs an. Warte. Wo ist mein Kompass? Das ist die Insel, die dem starken Sturm hängt. Es wird gerade dunkel. Nord-Nordwest danach, wenn du rum bist. Ich hab den Regenschirm vergessen. Hast du gehört? Will ich eigentlich deinen Kumpel? Ja. Aber hart Nord-Nordwest sogar. Geht nicht weiter. Okay, dann ist es jetzt schon Westen. Oh Gott, wie dunkel ist es? Was ist hier passiert? Kommt jetzt der Kraken? Kein Kraken. Aber es gibt oder? Ja, ich habe ein YouTube-Video gesehen, dass es auf einmal so rot wurde. Ist es der Rand? Ich glaube, out of map. Steuern? Ich glaube, out of jetzt map. Jetzt Nordwesten okay. Wieder? Ja. Dauert ein bisschen. Moment. Kunran sieht vielleicht ein Schiff. Ich muss mal eben auf den Ausguck gehen und gucken. Also ganz leicht nach links, Alter, ganz leicht. Holy shit, sieht das oben düster aus. Super dunkel, Kunran. Ja, reicht. Jetzt genau Westen Alter. Einfach. Hast du volle Power Westen? Ja, ne? Ja, volle Power Westen, leicht nach links. Oh, hier ist die Spitzhacke. Ah ja. Ihr könnt den Anker ziehen. Habe ich gerade. Stimmt, das ist die Pickaxe. Ja, gut, Jungs. Hinten ist auf jeden Fall ein Schiff. Da sind wir richtig, okay. Hopp. Alter, das Wasser sieht gerade geil aus. Exakt Südwest ist ein Schiff, aber weit weg. Das steuert aber auf irgendeine andere Insel zu. Ja, genau am oberen Punkt der Pickaxe und am unteren Punkt der Pickaxe. Was? Hier, ich brauche einmal eine Schaufel. Bitte hier, perfekt. Oh, wow. Die ist lila. Oh, die ist neu, oder? Nein, das ist die weinende. Achso. Ich hör mal die Musik jetzt schon. Wie traurig sie gerade war. Was macht die Musik? Also was macht die weinende Kiste? Du kannst sie gleich mal aufheben. Gerne. Die ist aber schön. Ich will mal aufheben kurz. Heb mal die Truhe der Sorgen auf. Dann? Warte kurz. Ah shit, ich wollte nicht buddeln, ich wollte draufhauen. Passiert nix. Mal, hau mal drauf. Da, jetzt. Oh! Sieht ja geil aus. Die heult hier. Soll ich am Schiff stehen oder will sie wieder tragen? Nein, nicht auf Schiff tun, bitte. Okay. Nein, wir haben zweimal die heulende Kiste. Ist es so schlimm? Oh, scheiße. Das ist ach, nicht gut. Auf jeden Fall ist es nicht gut. Verstehe nicht, was das ist. Jetzt haben wir sogar drei heulende Leute am Schiff. Auf dem Schiff. Was könnte passieren, Kapuze, wenn die Kiste die ganze Zeit heult? Keine Ahnung. Das Schiff geht unter. Hä, ehrlich jetzt? Ja. Ach so, lol. Okay. Oh, das ist aber weird. Und ich sehe keine Tränen. Oder ist ja, der... setz sie mal ab.
X mit X. Oh, was für eine Scheißkiste. Ja, die hier. Aber ist die wenigstens wert? Ja, ja. Echt viel. Okay. Also das ist ein dicker Schatz, den wir eigentlich haben. Oh, wow. Das ist voll die Stresskiste, aber die Idee ist super. Das Ding die Insel ist, geht gleich unter. Was ist, wenn man... Was ist, wenn man die vielleicht, wenn man sich mit der Kiste vorne auf den Bug stellt? Haben wir schon. Nein, macht nichts. Das ist ein komisches Flaggengeräusch, was ich hier die ganze Zeit höre. Leute, wir müssen die beiden wegbringen. Das sind über 600 Gold. Ja. Das ist ein dicker Schatz. Wir müssen zuerst gucken, wohin wir wieder müssen. Hier setzen wir sie einmal ab. Wir müssen die ganze Zeit gleich Wasser schaufeln, Kapuze. Genau, einmal kurz absetzen, Kapuze. Okay. Dann das Schiff erst einstellen. Geht das schnell? Ja, es geht super schnell. Oh shit, okay. Und zwei sogar. Ich glaube nicht, dass wir es zu dritt schaffen, aber mal gucken. Doch. Mit Dauerrennen vielleicht, ja. Warte mal. Okay, noch ist kein Wasser drin. Oh, ich bin blind. Wie dunkel ist halt. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß mal rum. Kapuze war vor dir. Wegen mir? Ja, du bist vorhin hochgeklettert. Ich bin eine Schönheit. Okay, mein Papa hat gesagt, ich bin besonders. Straight Süden rein, theoretisch gesehen. Ja, ein bisschen Süden. Also oder finden wir was Näheres dran? Das ist schon nah dran. Das ist das Nächste, ja. Okay, straight ich lenke liegen. Rechts rum, aber ja. Du machst eine Rechtskurve? Ja. Möchtest du eine Banane mit mir essen? Die Segel ausrichten, nein, so dass sie sozusagen... Warte mal. Nein, danke. Wir fahren dann sozusagen in Südostrichtung. Aber wir fahren genau gegen den Wind, das ist nicht gut, ne? Wir drehen ja nur. Ja, aber wir fahren danach gegen den Wind in Richtung Süden. Er dreht sich gleich. Habe ich gehört. Also wir müssen an den Segel nichts machen. Dann den Anker, also die Kisten holen. Okay, Kapuze und Kunan holen die Kiste. Der Kunan genau. Ist ein Leckerbissen. Noch nicht. Noch nicht an die Leiter gehen, Kapuze. Genau. Okay, das Schiff. Wasser. Warte mal, ich guck mal kurz das andere Schiff an, was da hinten ist. Das steuert auf uns. Das steuert zu halb auf uns. Die wollen abgeben. Ja, die wollen abgeben. Dann müssen wir uns beeilen. Alex, jetzt den Anker hoch. Soll ich? Warte mal. Ich bin nur in dem Wasser. Ja, das ist ja auch richtig. Achso, okay. Ich sag mir, also, du an die Leiter. Drücken kannst an die Leiter, Kapuze. Okay, ja, ich könnte drücken. Sag, wann ich drücken soll. Alex, sag an. Okay, Alex, sag an. Aber das ist ja witzig. Die Idee finde ich gut. Aber auch wenn es schaffen wird, blöd ist. Aber die Idee finde ich super. Jetzt. Okay. Wo soll man die Kiste hinstellen? In die Kajüte, damit wir. Weil, wenn die jetzt abgeben gehen, werden die uns auf uns treffen. Direkt unter Deck. Noch weinen sie nicht. Noch weinen Deck sie unter nicht. Deck? Achso, weinen die weinen nicht. Ja gleich erst. Noch weinen sie nicht. Ja, erst wenn es ruppiger wird, ein bisschen. Okay. Beobachten sie mal. Ich meine, wir müssen es eigentlich hören, aber. Das ist eigentlich lustig. So, die Segel. Schaltet es auf uns zu, das Schiff? Ne, es schaltet nicht auf uns zu. Das dreht auch zu, will auch zum Outpost, das Schiff. Oh, die Rechtskurve dauert ganz schön, ne? Ja. Großes Schiff. Du hast aber man erkennt halt auch schwer, ne? Schon wieder bei Nacht, ne? Es ist halt echt dunkel. Ne? Aber also, du siehst ja hell, oder? Also bei dir geht's wahrscheinlich, oder? Ja, in der Bildschirm? Aufnahme ist aber schon dunkel. Okay. Guck in das Licht! Oh, hey, ist das die Insel da vorne schon? Ein Leckerbissen. Wenn du Richtung Süden bist? Du bist doch nicht Richtung Süden. Ja, ich drehe immer noch, mehr kann niemand. Aber welche Insel denn da vorne? Da, wo die auch hinfahren, weil du dachtest, die gehen auch. Nee, du musst Richtung Süden und dann erst geradeaus. Erstmal Richtung Süden gucken. Genau, wir fahren jetzt gleich erst wieder an unserem Anker vorbei. Also der Kurs ist genau Süden tatsächlich. Genau Süden ist immer eine fette Insel. Zwischen, ja, rechts daran vorbei, aber links von der, wo wir gerade drauf waren. Also genau Süden. Ja. Guck mal, jetzt sind wir super. Ah, der Wind hat sich gedreht. Habe ich gesagt. Ist das die Richtung, die wir müssen, Alex? Ja, Süden. Müsste Süden sein. Okay. Warum wird unten schon geheult? Nee. Also nur nicht. Ich hab's ja mal. Die ganzen Windstellen kann man nicht. Jetzt heult eine. Die eine Wand. Was mach ich jetzt? Wir hätten das Hauptsegel gerade in die falsche Richtung gedreht. Aber ist das unter Deck? Also fangt's ja an? Ja. Ihr müsst schaufeln. Okay. Ja, mach mal. Ich mach das Segel in der Mitte mal richtig, was irgendwie falsch war. Okay. Komm ran. Ja, ich bin shit. Dabei. Okay. Oh wow, das geht echt schnell. Holy. Oh wow. Das war nur schnell. Eine, ne?
Hier, ich bin auch jetzt unter Deck, Dalo. Ich seh's. Halte die Lampe und guck euch zu, wie ihr immer hochlaufen. Boah, das ist echt Stress. Wie machst du das, wenn du alleine raus, bist? Ich hab keine Chance. Bist du schneller? Ja, ja, wahrscheinlich. Die Zeit hat, glaube ich, angefangen. Oh Gott. Leute, links. Meine. Oh Gott. Okay, momentan ist kein Wasser drin. Immer rechts laufen. Immer rechts laufen an der Treppe. Also immer rechts an sich vorbei. Wasser drin. Ist kein Wasser drin. Haben Sie auch gehört gerade? Ja, ja. Ja. Einmal bitte prüfen, ob das die Insel ist. Beagle checken. Warte, ich gucke. Genau vor uns müsste die sein, oder? Hä? Ah ja. Ach Leute, ich stehe falsch rum an der Karte, deswegen ja. Okay. Ja. Okay, wir haben überhaupt nichts. Ja, aber wir steuern genau drauf zu. Siehst du die Dalo? Ja, ne? Ja. Na, du bist hier vorne. Wie sieht es mit einem Schiff aus? Von den Gegnern? Ja, das ist da hingefahren. Eins ist da wahrscheinlich da. Ich glaube, das ist super schlimm, die Kiste, wenn halt noch Gewitter ist. Da hast du keine Chance mehr. Dalo, möchtest du eine Banane mit mir essen? Nein. Na gut. Also ich sehe... Ich streichel die Kisten gerade, damit sie nicht weinen, ja? Wie blättert man nochmal um, AF? Kann ich Musik machen? Die wachen auf, die Babys. Das ist Schlafensmusik. Oh. Ich glaube, sie werden wegen mir. Ich sehe kein Schiff an der Insel. Es kann aber natürlich immer noch dahinter liegen. Schau mal, meine schöne Rückenlage. Ist jemand am Anker? Also müssen wir natürlich. Ich, haben noch ich kann am Anker gehen. Sag, wenn ich glaube, Bulls eigentlich an den Seil springen ins Wasser. Aber der stimmt so doch oben, fette, so wie er aussieht. So eine fette Boje. Übrigens haben sie ein Instrument rausgenommen, habt ihr das gesehen? Hä? Ich hab eine Gitarre. Ein Erstdietz mal? Oh. Es ist Wein wieder. Oh ja, 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 ja. Ich hab's gehört, du auch, ne? Ja, ja. Oh shit, okay. Gleich bereit, Mann, zu bremsen. Ja, ich geh an Anker. Nikolai! Ja, wir machen Wasser weg. Holy fuck. Und okay, Action! Okay, ich nehme eine Kiste schon mal. So. Nehmen die andere. Okay, sind wir schon? Ja, ich schwimme vor. Okay. Okay. Aber die Idee ist, die Kiste ist jetzt seit dem Update drin oder war die vorher? Nee, die gab's auch vorher schon. Okay, okay, aber die haben wir nie gesehen, ne? Genau, es gibt immer noch Special-Kisten, die wir noch nicht hatten. Gibt's noch eine von der? Glaube schon, ja. Okay. Wir hatten auch eine plündere Kiste, die hat irgendwie nichts gemacht, aber vielleicht hätte die auch irgendeine Auswirkung. Vielleicht waren wir markiert oder sowas. So! Die stärkste Frau der Welt hat eine Kiste. Ja. Yeah. Den da, gell? Genau. Self. Jetzt gibt's Asche, ey. 333. Hä? Das ist ja unterschiedlich, oder? Ja, Kabuz hat vielleicht was rausgenommen. Wir sollten ihn nochmal in den Knast stecken. Ich hab's gegessen. Guck mal, Kapuze, bei dir haben 4 Dollar gefehlt, 4 Coins, hä? Hände hoch. Kapuze. Bitte tut's mir nix. Ich hab nichts gemacht. Okay. Okay, 333 ist aber trotzdem okay, oder? Ja, das ist echt gut. Wir könnten jetzt schon eine neue Schatzkiste kaufen. Aber wir haben ja noch einen Haben wir noch einen? Ja. Es gab, glaube ich, einen zweiten Step für die Quest. Wir haben Flaschenpost, haben wir, glaube ich. Ja, stimmt. Wir haben noch was in der Hand. Es glimmert und flimmert. Welcher kostbarer Glanz. Wo ist denn der Waffenhändler? Auf Schiffwreck Bay. Wahrscheinlich das hier, oder? Ist der zu einem Freund tanzen. Wir sollen tanzen auf Shipwreck Bay. Oh, wow. Boah, neue Säbel, cool. Die sehen geil aus. Wo ist der Klamottenhändler? Ich brauche ein Admi, ich brauche ein ordentliches Outfit. Weiß ich nicht. Oben wahrscheinlich, ja. Hier. Ne, der ist nicht da. Hier bei mir, glaube ich. Ja, bei mir ist er. Zeig mal, wo du bist kurz. Da, ja. Das hier ist also, wir sollen Shipwreck irgendwas finden.
Shipwreck Bay. Aber oh, die sind noch zu teuer, die kosten 1000. Ich kann mir entweder den Hut holen oder den Mantel. Hol dir mal den Mann. Hol dir mal zuerst den Hut, glaube ich. Ich hol mir den Hut. Oh, ich will auch einen Hut. Ich hol mir den Captain's Hut. Wo ist denn der Klamottenladen? Welchen von den vier? Den grünen? Ich glaube hier oben Kapuze. Kann ich den nicht tragen? Kann das sein? Doch, du kannst ihn tragen. Du musst an die Kiste jetzt gehen. Du hast einen zu großen Kopf. Und jetzt einmal. Das ist ja für Männer. Ja, ist nicht drin. Ach nee, hier geht's nicht. Das ist die falsche Kiste. Linke Kiste. Hier. Kleidertruhe. Ah. Das ist die Kosmetiktruhe und das ist die Kleidertruhe. Oh, da gibt's schon ganz essbare Sachen. Leute, der ist aber blau. Kann man jetzt ins Licht? Ja, warte. Bin noch nicht ganz ready. So. Hier, kommen wir ins Licht. Ist es der Pilger Red, hä? Ich bin der Captain. Ich bin Bart gegönnt. Ich bin der Captain. Okay, das schlecht aus. Das ist aber. Ich zieh mich mal kurz um, ne? Ich will nichts zu dir tun haben mit diesen Leuten. Das aber. Captain, du bist aber hübsch. So, ich bin jetzt so undercover unterwegs hier. Ich kenne euch nicht. Was also, Shipwreck Bay. Ich hab ein Kleid an. Die alte Oma mit dem Captain-Outfit. Oh, unser Captain ist so schön. Oh, hier. Ja. Da bis ich mein Mandel noch trage. Oh. Wie viel Gold hat, wie viel hat der kostet? 1100 hat der gekostet. Achso, ihr habt den schon in der Runde gehabt. Ja, diese heulenden Kisten sind bis dato echt der Shit. Nice. Ja, diese mit diesen Muscheln oben, die geben am wenigsten, gell? Ja, aber die findest du so random. Genau. Zusätzlich. Ist halt ein Bonus. Und wir haben direkt bei der letzten Session eine Kiste von anderen Leuten geklaut. Ich glaube, das fanden die echt nicht witzig. Genau, ja. Kann einer gucken, wo Shipwreck Bay ist. Shipwreck Bay, Captain, ich bin dabei. Shipwreck Bay. Stimmt wieder bei uns irgendwo auf der Seite. Also ich glaube nicht, dass das so weit hier links ist. Ich habe schon geguckt bei uns gerade. Ja, da ist es. Ja. Links. Links. Nordwest. Ja. Q12 Q. Guck mal die eine Markierung weg. Von Shark. Wir müssen Nordwest fahren von hier aus. Mach trotzdem von Sharktooth Key mal die Markierung weg. So. Also Nord. Ich würde sagen sogar Nord-Nordwest. Ja. Dann auf. Auf Captain kann man das Segel setzen. Erstmal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen ja auch gucken, wo wir hin müssen. Nord-Nordwest. Dreh schon mal den Anker, es dauert. Dreh auch schon mal. Wo kommt der Wind her? Nach links. Natürlich kommt der Wind wieder von vorne. Oh, stimmt, der kommt wirklich von vorne. Scheiße. Also können wir direkt den Anker ziehen. Gute Segler fahren nämlich gegen den Wind, damit man sie nicht riecht. So sieht's aus. So, auf geht's. Jawohl. Wir können nicht viel tun für den Wind, leider. Aber man bewegt sich trotzdem mit einer minimalen Geschwindigkeit, sonst würde man gar nicht rauskommen. Ey, was machen Sie da? Ich lenke so für Sie, damit Sie spielen können. Ich hab da schon eingelenkt. Oh, frech. Ich würde den Weg nicht abkämpfen. Sollen einen Vote starten. Ja. Ah, stimmt, das Goldene ist Dollar jetzt, ne? Ja, du erkennst besser, wo jetzt die Mitte ist. Schau mal, lieber Kundran, ich hab neue Sandalen für dich angezogen. Siehst du meine schönen Waden? Ich schau mir nur die Schuhe an. Also die Schuhe sind wirklich beeindruckend. Schau, wie ich stippen kann. Die Schuhe sind beeindruckend. Ja. Tanzt man nochmal. Z. Gedrückt halten. Ich bin so eine schöne Frau. Du, alle so einen ähnlichen Tanz haben. Alter, sieht man meinen Piraten zum ersten Mal. Ja, genau. Ich war auch sehr erstaunt. Also ich finde meinen Vollbart doch beeindruckend, muss ich sagen. Ich kann auch noch einen Bart anziehen. Warte, ich hol mir auch noch einen Bart. Der Wind hat gedreht, Leute. Wie holst du dir einen Bart? Ich will auch einen Bart. Zack. Wo müssen wir hin? Hallo, wo? In die andere Richtung. Ja. Ich bin auf der Suche nach dem verlorenen Bart, warte. Wir stellen auf übrigens auf eine Insel zu, ne? Sofort. Du hast ihn falsch eingestellt, das Schiff. Ja? Ich hab einfach nur nach Nordwest gelenkt. Das war, das meine war schon eingestellt. Nichts so, war da eingestellt. Ja, da kommen wir locker dran vorbei. Ah, hinten ist schon. Die sind unsere Segel anders als beim letzten Mal. Die sehen so. Ja, die farblich ist jedes Mal anders. Okay. So. Hui. Ich habe auch meine Sniper nicht mehr, oder? Richtig.
Okay. So, Infos? Ja, Cap. Gehen wir unter Deck kurz gucken. Wahrscheinlich ein bisschen weiter nach Norden, aber. Norwending. Wir müssen ja eher an der Insel vorbei. Nö, also die Richtung stimmt genau. Oh, sehr gut. Siehst du, habe ich eingestellt, ja? Also. Nein, habe ich schon lange gerettet wieder. Gar nicht, wahr? Wollte gerade sagen. Ja, jetzt lenken wir natürlich wahrscheinlich, weil wir um die Insel rum müssen, ein bisschen zu weit rechts, aber. Da gucken sie mal, wie sie hier vorbeigucken. Ich sehe genauso viel wie vorher. Siehst du mich nicht? Doch, ich sehe dich genau, aber ich sehe sonst ja auch nichts. Ich bin nicht ein Magier, so ich kann hier sitzen. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ist gerade Nacht geworden? Achso. Alter, wie das aussieht, das sieht so schrecklich aus. Ich sitze hier bequem. Kapuze, ich habe eine Challenge für dich. Ja. Komm mal her zu mir. Der Kompass ist in meiner Fufu. Fahren wir jetzt gerade nach Shipwreck Bay? Ja. Ja, ne? Kommst du zu mir? Kapuze, ja. Schaffst du es, auf diesen kleinen Nippel hier unten rauf zu springen? Dieser Fahnenmast? Da fliege ich runter. Ja, versuch's doch. Das ist ja die Challenge, ob du es schaffst oder nicht. Das ist die wahre Mutprobe hier bei uns auf dem Schiff. Haben wir alle schon gemacht. Kapuze, traut sich nicht. Guck ihn dir an. Ja, los! Cap, ich hab Angst. Soll ich probieren? Aber ja. Jetzt mach! Wir stellen okay. Auf eine Insel zu, Dalu. Ja. Und Cap. Jetzt, bis wenn du es geschafft hast, muss ich dann umdrehen. Und tanzen. Ja. Messer in die Hand nehmen. Und linke Maustaste gedrückt halten. Linke Maustaste gedrückt halten. Schlag einfach normal zu. Schau dir doch hier. Yeah. Wie weit er fliegt. Wo ist denn jetzt 10 Sekunden an? Wow. Warte mal, kann man von hier bis da vorne? Ah, wir sind bei Shark Tooth, also ich versuche links rumzukommen. Bitte einmal neue Infos. Ist Kundan irgendwie wieder am Grog? Weiter links, ja. Weiß einer, wo Kundan ist? Nö, keine Ahnung. Ich glaube, der säuft. Kundan? Jetzt gerade da, du? Du hast aber schön. Ja, an der Insel aber vorbei, muss ich erinnern. Ja. Da sind so Stacheln im Boden. Achso. Ich dachte gerade, du übergibst dich, Kapuze. Kundan. Also, wenn du jetzt gerade ausfährst, ist okay, wenn du nicht so bleibst. Ich weiß. Ja, ja. Ich würde das ja gerne zurückgeben, aber. Haben wir einen Sturm? Nee. Oh, Alter, die Wellen sind aber echt heftig. Nein, ist kein Sturm. Kapuze ist gerade von hinten nach vorne gelaufen. Hey, Kapuze. Ich werde unsere letzte Nacht nie vergessen, Cap. Als sie mir Bullauge gezeigt. Es leckt tatsächlich bei mir, mehr als letztes Mal. Also die Treppen sind ja, verbuggt. Genau. Doch, Treppen, ne? Ist aber kein Leck, die Treppen sind verbuggt. Ja, du hast da Rubberbanding drauf. Meinst du nicht, das du musst gerade hoch. Nee, immer, das ist immer nur die Treppen, wenn du da hoch gehst. Ich hatte es mir noch nie, also vorher auch noch nicht, damals. Wir sind jetzt hier bei den Crooked Masts, also. Das ist die rechts. Guck, Math ist da noch. Nee, links, ja, genau, links von uns ist die Insel. Die Insel, die du vorne siehst, ist die. Die linke da. Genau. Wo bringt ihr mich hin, ey? Was machen wir bei Cook Math? Alter, guck dir das mal an rechts da, das sieht voll geil aus. Oder guckt mal alle raus. Hier, der Stein. Gerade sieht es als erstes, weil er oben ist. Da rechts, der Stein, die Insel sieht geil aus. Ah ja. Oh, das, ja. Das ist hübsch. Komm mal. Oh, hier sind Vorräte. Kapuze, holen wir die Vorräte. Okay, Kapuze. Wir müssen, glaube ich, weiter nach links, ne? Ja. Oh, wow. Wir schaukeln aber ganz schön. Ich nehme das Hauptsegel rein. Alles über Kontrolle, Kapuze. Nimm das mal rein, da, Kapuze. Soll ich reinholen, das Segel? Ja, wir sind übelst schnell gerade. Weil wir voll... Ich mach das vordere. Nee, reicht doch. Hauptsegel reicht doch. Achso, okay. Wir hätten mehr Schatzkarten direkt mitnehmen müssen, dass wir halt so Schatz... Also, dass wir ganz viele holen in einer Session und dann zurückgeben. Kannst du nicht immer nur eine? Nee, du kannst mehrere kaufen. Okay. Alle. Wenn du bei E guckst, sind hier irgendwie 8 Slots. Okay, das ist echt doof da vorne mit den ganzen... Das ist aber schon das, ne? Ja, warte mal, ich mach mal das erste Segel so halb... Siehst du, sag mal, wenn du was siehst. Ich sehe jetzt was. Okay, dann lassen wir das mal so. Ja, wir steuern genau drauf zu. Nee, ja, ist gut. So, siehst du was? Ja. Ja, stimmt, immer wenn es hochgeht, ne? Ich werde jetzt gleich voll nach rechts einlenken, dann stellen wir uns quer... An die Insel. Das ist die sinnvollste Stelle, um den ganzen Stein, die drumherum Könnte sein, dass wir jetzt gleich den Anker brauchen.
Oh, kommt drauf an, wie tief. Das, doch, das sieht an sich gut, Alter, aus. Und wenn wir jetzt den Anker droppen, dann machen jetzt wir einen kleinen Drift. Ja, mach. Dann drifte ich uns wieder raus. Sieht gut aus. Achtung, jetzt kommt eine fette Kurve. Oh, wow. Sehr ja? gut. Guck mal das riesen Skelett da an. Damit wir gleich wieder direkt hinfahren können. Holt euch noch Munition, bevor ihr von Bord geht. Ich hab auch nicht geschossen. Ganz unten ist die, oder? Ganz unten ist die, oder? Ich glaube, ein runter nur. Da, wo wir, ich auch gerade meinen Bart geholt habe. Ja, ein runter ist. Oh, bei mir leckt gerade das ganze untere Deck. Bei mir leckt es auch gerade, ja. Haben wir hier? So, ihr Banausen. An dem Anker, der auf einem Stein unweit der Überreste der Black... Aua, ich bin gegen den ich bin tot. Der Black Witch? Ich bin gestorben, weil ich gegen den Weg irgendwo gegengeklatscht bin. Sollt ihr euch zusammenraufen? Okay, also wir müssen... ein Anker, der auf einem Stein ist. Ja, warte mal auf uns. Ein Anker, der auf dem Stein ist? Hier ist ein Anker. Warte doch mal auf uns. Hey, ihr seid doch weiter als wir. Ihr habt euch da weggeschossen. Nee, ich bin immer noch hinter euch. Hier, Dallo. Wo ist jetzt hier? Direkt am Strand. Ich bin vom Schiff runtergeschossen. Hallo. Da ist Alex da auch. Ja, ich war noch am... Wo seid ihr? Ich bin am... Wenn du vom Schiff zum Strand gehst. Direkt. Kürzester Weg. Da seid ihr. Bei den Knochen, ne? Das ist lustig, weil es gar kein Knochen von der Ferne sah aus wie ein Knochen, Leute. Stimmt, das hier ist die Black Wind. Das könnte das Schiff sein. Und das heißt, wir müssen den Anker finden von dem Schiff. Also, hier ist ein Anker. Ah, hier ist ein Anker, ja. Ob das der okay, ist? Das wird er sein, weil das ist die Black Wind. Zusammenraufen, 7 Schritte gehen Nordosten. Und saufen. Natürlich. In welche Richtung? Nordost ist hier. 7 Schritte Nordost. Fast so hier am Berg. Ja, wahrscheinlich. Oh, wow. Ich hab das im Augenwinkel eintätowieren lassen. Schritte. Ja. Herr Pulse, würdest du mal die Schaufel in die Hand nehmen? Da ist ein Zombie. Ein Zombie? Captain, da ist ein Zombie. Haben Sie das ist kein Problem für mich. Ich bin der Cap. Truhe des Schiffbrüchigen. Ich hab keine Lust, das aufzuheben, wenn ich ehrlich bin. Das wird eine normale sein. Person brechen. Das wird eine normale Kiste sein. Ich schieße. Hinter euch! Was? Ich glaube, Dalu wird sterben, wenn er da stehen bleibt. Kapuze auch. Glaube ich, dass ihr mich töten wollt. Ah, du hast Damage gekriegt, oder? Unseren Cap. Haben wir nur diese Kiste? Ja, ne? Wäre das unser einziger Hinweis, den wir doch gerade verfolgen, ne? Echt? Haben wir wirklich noch den? Ja, es geht ja weiter. Ah. Auf The Thunken Grove vor vielen Jahren eine Truhe verborgen von Korsaren. Da müssen wir wohl zum Das heißt, wir zu. Genau, und weiter. Wir gehen heute holen wir jetzt. Wir machen heute eine Tausender-Lieferung. Oh, das Final Chapter jetzt, wo wir hinkommen. Und das Final Chapter plus die Abgabe werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part sehen, aber dafür schwimmen wir jetzt erstmal zurück. Ich möchte PvP machen. Oh, PvP wäre auch nicht schlecht. Ja. Vom letzten Mal haben wir doch schon zerstört. Also, das war richtig nice, als wir das Schiff untergegangen ist vom Gegner. Hier ist so ein kleiner Funfact, diese Technik, die hier benutzt wird, ne, für Schiff und Welt, ist super schwer tatsächlich zu programmieren. Weil das Schiff als eigene Welt zählt. Stimmt. Packen Sie bitte die Kiste nicht hier oben hin, da sieht sie jeder. Ja. Okay, und jetzt suchen wir die Insel Sunken Grove. Wer hat denn hier alle Kanonen abgeschossen? Wir waren neu drauf. Sunken Grove, okay, Captain. Ja, markiert. Sunken Grove. Ist markiert. Oh. Unser Schiff steht genau in die richtige Richtung. Eins of last words, fahren wir vorbei. Sollen wir die Segel Anker reinholen schon? Ja. Klingt gut. Mach mich einmal kurz ans Feuerrad. Welche Richtung fahren wir? Nordost. Und natürlich, was haben wir? Gegenwind. Warum schon wieder? Sind unten noch Bananen? Ja. Wir haben sogar kompletten Gegenwind, wow. Captain, wollen Sie mal von meiner Banane naschen? Ich hab sogar eine hier. Captain. Oh nein, die Treppe zieht mich zurück. Ja, Captain, unten ist gerade eklig. Eine Banane. Oh Gott. Captain, eine Banane. Okay, es hat keinen Sinn, das Hauptsegel rauszuholen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell wieder nach oben.
Zieht mal vorne das ein bisschen ein, damit Dalo es sieht beim Lenken gleich. Wir müssen gleich nur an einer Insel vorbeifahren. Ja, deswegen. Während wir ganz langsam nach vorne weiter schippern, hoch? Werden wir dieses kleine Abenteuer. Kapuzer hängt an der Banane, er ist aber dran gerade. Werden wir dieses kleine Abenteuer beenden und das Final Chapter werden wir im nächsten Part begutachten. Vielleicht holen wir auch noch ein PvP-Schiff dazu. Das seht ihr beim nächsten Mal. Schaut bei Alex, Kunran und bei Kapuze vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss.